Heute mal ein paar Worte zu Gräsern und wie man die am besten teilt oder auch nicht teilt, weil sie schon so fest verwurzelt und verankert miteinander sind. Bei mir ist es generell so, dass ich alle Gräser, wie hier zum Beispiel das Zebragras, komplett runterschneide. Also alle Gräser, die welk werden, werden bei mir komplett runtergeschnitten. So ist es auch bei Pampasgras, obwohl viele sagen, sie ziehen dann einfach nur die verblühten Stängel raus, also die trockenen Stängel raus. Ich mache das komplett runter und es kommt auch wieder. Ja, und dann kann man jetzt versuchen, so ein Büschel hier zu teilen und das ist nicht einfach. Jetzt werde ich mich mal ranmachen. Oh, ei, ei, ei. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich hoffe, das wird funktionieren, ohne dass wir das Ding ausbuddeln müssen. So, Projekt mit Hilfe einer Säge ist kläglich gescheitert. Der ist wirklich robust und will sich einfach nicht teilen lassen. Jetzt werden wir alle Steine wegräumen. In der Hoffnung, dass wir denn tatsächlich das Ding hochheben können und dann auf die Seite legen und dann zerteilen. Es ist vollbracht, wir haben ihn ungefähr geviertelt. Das kleine Mikrostückchen ist jetzt noch übrig geblieben und den buddel ich jetzt wieder am Teich ein. Und das hier sind übrigens die Stücke, die übrig geblieben sind. Die kann man jetzt so geteilt, wie sie sind, irgendwo einbuddeln, dann wurzeln die wieder an und innerhalb von 2-3 Jahren hat man wieder so ein Ding zu stehen. Die Wurzeln sind übrigens ganz flach, das ist das Schöne dran an Gräsern. Und hier habe ich noch ein zweites Stück behalten. Und jetzt kommen wir noch zur alles entscheidenden Frage, wie schneide ich denn diese Gräser am besten? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also ich habe hier eine tolle Sense mit Raspel dran. Wollen wir mal ausprobieren. Passiert irgendwie nichts. Die können wir erstmal sein lassen. Dann hat man natürlich hier diese normale Gartenschere. Wenn man wenige nimmt, geht es sogar ganz gut. Ich will den hier nämlich noch ein bisschen runterschneiden. Und jetzt der ultimative Tipp, den mein Mann mir gegeben hat. Ich fasse es ja nicht. Eine ganz stinknormale Haushaltsschere. Und mit der geht es richtig toll. Guck dir das an. Nur aufpassen, dass sie zu viel in den Teich spritzt. Ja, und dann mache ich den noch mal richtig kahl. Also oftmals muss man gar nicht professionelle Gartengeräte haben, sondern so eine einfache Haushaltsschere reicht auch. Und was ich jetzt alles mit dem Abschnitt hier anfange von unserem Gras, das werden wir in einem anderen Video sehen. Ich habe dann nämlich schon einen ganz tollen Plan. Also, tschüssi, bis zum nächsten Mal.